Hallo liebe Leute, willkommen bei PP Autopflege Polierpoint. Heute möchte ich das Thema weiter fortsetzen, wie entferne ich Fusocoat Soft 99, das M12. Heute habe ich mal ein neues Mittel besorgt, das ist von Surf City Garage Professional, das Surface Prep Wash, das soll Wachse und Versiegelungsrückstände entfernen. Also die leicht alkalische Formel entfernt alte Wachse und Versiegelungsrückstände, aber anders als ein haushaltsüblicher Reiniger schont er Ihr Auto. Benutzen Sie es in einem Eimer, in einem Schaumpistole oder in einer Schaumkanone und lassen Sie den Schaum Ihrem Lack und Felge zur Reinigung vorbereiten. Verdünnungsempfehlungen gibt es dann hier noch. Wir nehmen heute den Wascheimer, 15 bis 30 Milliliter pro 4 Liter. Also die habe ich jetzt hier 30 Milliliter. Das riecht leicht nach Fruit, also Grapefruit mehr mäßig. Und dann kann man es in der Schaumpistole machen, Schaumkanone, ja, so sieht das aus. Das wird in 0,5 Liter Gebinde ist das hier, also 4,75 so. Und ja, dann machen wir das in einem Eimer. Ich habe hier 4 Liter. Da schütte ich dann die 30 Milliliter rein. So. Können wir ja drauf stehen lassen. Dann nehme ich ein Mikrofasertuch. Das dann hier so im Eimer. Rollen das ein bisschen auf. So, und dann gehen wir über dieses Testfeld hier. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Der Hersteller gibt jetzt so keine Angaben, wie man das jetzt genau macht. Oder? Nee. Also in einem Eimer. So. Also das Viereck ist mit Fusocoat und die andere Flächen sind ohne. Und diese ist noch eine Fläche mit Fusocoat, da machen wir gleich den Vergleich. So, das reiben wir jetzt schön ein. Dann gucken wir mal, ob das wirklich auch was bringt. Ich spüle das jetzt ab. Sehen schon, hier, dass es nicht so wirklich abläuft. Hier bleibt das Wasser stehen. Hier haben wir noch ein bisschen Perlenbildung. Ja, das da schon mal so.
Jetzt können wir nochmal in den Eimer nochmal. Machen wir nochmal 10 Milliliter. 10 Milliliter da rein. Verstärken wir mal die Mischung. Schön, ja, Schaum. Also eine Schaumbildung macht das auch. So, dann gehen wir nochmal drüber. Schön was drüber. Also wir haben jetzt insgesamt 40 Milliliter vom Surface Creep Wash von City Garage. Und dann spülen wir das Ganze nochmal ab. Ja, hier ist jetzt drüber gegangen. Da ist kein Fuso drauf. Wie gesagt, ist nur die Testecke hier und hier ist drauf. Ne? So. Jetzt machen wir das nochmal eben schnell trocken und machen nochmal den Breathing Test mit der Flasche. Wir merken das schon beim Abtrocknen hier, dass das nicht wirklich trocknet. Da muss man mehrmals jetzt drüber gehen, weil halt keine Versiegelung mehr drauf ist. Und dann schauen wir mal hier, wie sich das gibt hier. Wir sehen hier, ja, hier stellenweise ist noch hier noch was drauf. Die Kamera ein bisschen frontnah dran, damit ihr das nochmal seht. So, jetzt können wir mal hingehen. Wir tragen jetzt mal das das Pur auf. Und gucken mal, ob das dann mehr bringt. Man könnte das vielleicht mit der Sprühflasche aufgeben, 1:1 oder so vielleicht. Ich weiß nicht, können wir ja mal gleich probieren. So, das habe ich jetzt schon eingerieben. Und dann sprühen wir das Ganze nochmal ab. Sehen, es ist schon runter. Also wenn man das jetzt pur drauf einreibt, jetzt noch mal mit dem drüber,
Genau. Jetzt können wir uns nochmal abschneiden. Wie gesagt, von dem Shampoo kann jetzt eigentlich nichts mehr drauf, auf die Fuso-Code-Schicht drauf liegen. Also, das wäre dann so das Ergebnis. Ihr könnt ja mal reinschauen oder mal gucken, wie euch das gefällt. Ihr könnt mir ein Like da lassen, ihr könnt mir auch ein Dislike geben. Alles ist offen. Ich darf mich dann verabschieden. Wir gehen dann gleich nochmal auf die rechte Seite, die linke Seite, und da probieren wir dann mal ein anderes Mittel aus. Bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Jetzt kommen wir zum zweiten Mittel, und zwar das von Nexzet, ehemalig Z1 Silikonentferner. Oder Z1 hieß das, ne? Ja, genau, Z1. Früher Z1, jetzt Nexzet. Silikonentferner. Na, 1 Liter. Und hier haben wir die Warnhinweise. Und da schreibt der Hersteller, da haben wir in verschiedenen Sprachen, Nexzet Silikonentferner beseitigt selbstständig und schonend Verschmutzungen wie Öle, Deo, Fette, Silikon, Wachse, Klebstoff bzw. Klebstoffreste von Lacken, Polstern, Fußmatten, harten Oberflächen. Nexzet Silikonentferner ist im Motorraum und Karosserieteilen und auf Glasflächen einsetzbar. Es entfernt Klebstoffreste von Aufklebern, Gummiabrieb sowie Lackrückstände und Sprühnebel. Anwendung: Nexzet Silikonentferner auf ein fluselfreies, sauberes Tuch geben und die dazu reinige Oberfläche abreiben und den gelösten Schmutz aufnehmen. Flüssigkeitsreste abdunsten lassen und Benutzung ausschließlich gemäß der Produktbeschreibung. Ja, das wäre das hier. Ich habe hier einen sauberen Lappen. Da mache ich dann was drauf und dann reibe ich die Fläche ein. Warten, ich mache noch eben das Trocknen. Eben ein bisschen trocken machen hier. So, damit das nicht beeinflusst, damit das nicht verdünnt ist nachher. So. Und dann reiben wir die Fläche ein. Also hier ist das Fuso-Code drauf. Das reiben wir jetzt ein. Wenn die Motorhaube jetzt schmutzig wäre, dann würden wir jetzt auch den Dreck mit ab. So, der Hersteller sagt jetzt nicht, man muss das jetzt abspülen oder was. Das müsste jetzt nochmal runter sein. So, ich habe gelesen auf der Flasche, die Inhaltsstoffe, da sind so fast 30% Alkohol drin. Das dunstet dann gut ab. Irgendwo habe ich das gelesen. Da. Hydrocarbures Aliphaticus 10-30% Alkohol, 5-15% Glykolaser, 5-15% Glykol. Ja, was das auch immer bedeutet, weiß ich nicht. Das ist an den Inhaltsstoffen drin. Wir sehen hier, die Fläche ist jetzt abgetrocknet, abgedunstet, und dann gucken wir mal mit einem Brillentest,
Wir sehen die Perlenbildung. Ja, ist schon verändert. Wir gehen jetzt gleich mit Wasserschlauch noch drüber. So die Wasserschicht sich bildet und leicht dann abläuft halt, weil es so schräg runter geht erstmal. Wir können mal zum Vergleich nochmal die andere Seite sehen. Hier steht das Wasser schon mehr drauf und bei dem Silikonentferner ist das dann halt, ja. Könnt jetzt mal schauen. Breathing ist auch nicht so wirklich da. So, das war's schon mal wieder. Jetzt haben wir quasi einmal das City Garage. Und das NextZ Silikonentferner und von Surf City Garage das Professional Surface Prep Wash und halt wie gesagt NextZ Silikonentferner. Ich denke mir mal, dieses hat seine Leistung besser gemacht erstmal als der hier. Man könnte jetzt mal vielleicht noch mal mit dem NextZ drüber gehen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Und ja, dann könnt ihr mal für euch entscheiden, ob ihr dies oder das hier besser findet, wie ihr überhaupt den Test gefunden habt. Und ja, Daumen hoch, Daumen runter. Dankeschön. So, liebe Leute, da bin ich wieder von PP Autopflege, Polierpoint. Heute möchte ich mich nochmal an dem Thema Fusocode-Entfernung hängen. Und da habe ich mal einen Etiketten- und Klebstoffentferner genommen. Da dieses sehr nach Limonduft riecht. Und ich habe so im Verdacht gehabt, dass zumindest die meisten Reiniger, die ich getestet habe, irgendwie nach Limone, Orange gerochen haben. Und da habe ich so gedacht, vielleicht liegt das ja auch daran, dass da irgendwelche Stoffe, also Citrosäure oder wie auch immer, der Grund ist, vielleicht warum das Fusocode angegriffen wird oder auch teilweise abgetragen wird. Und ja, das werden wir hier auf dem Testfeld auftragen, einreiben und dann schauen wir mal. So, das riecht auch sehr nach Limette oder Zitrone, weil das ist auch der Grund, warum das in dem Etikettenentferner ist. Und ja, es wird gerade laut, der Straßenreiniger ist da unterwegs. Dann werden wir das mal hier einreiben.
legt sich, glaube ich, nur auf die Schicht, auf die Fuso-Schicht. Ich merke jetzt nicht wirklich, dass es schon irgendwie schwieriger wird abzutragen, oder dass es stumpf wird. So. Das habe ich dann mehrmals drüber gewischt. Könnte es jetzt noch mal mit dem anderen Lappen eben abreiben noch mal. So. Und jetzt gehe ich hin und hole meinen Wasserschlauch wieder rein. Einen Augenblick. So, ich habe jetzt den Gartenschlauch reingeholt. Wir werden die Fläche jetzt mal abspülen. Und wir sehen, das Wasser bleibt weit drauf oder teilweise. Es läuft schwer ab, sammelt sich erstmal. Und wir können ja mal die andere Seite nehmen, da habe ich das Fuso-Code auch nochmal drauf. Zum Vergleich. Wir sehen schon, dass auf der rechten Seite das Wasser ist noch drauf liegen bleibt. Dann langsam abläuft. Und hier der unbehandelte Fläche. So sieht das Ganze aus. Das war so mal die Idee dahinter, dass eventuell diese Zitronensäure oder Orangenextrakte, wie auch immer, was in den Pre-Wash und auch immer enthält, dass da irgendeine Komponente drin ist, die dann halt das Fuso angreift. Wir können jetzt noch mal den Breeding-Test machen, aber ich denke mir mal, das sagt schon alles hier. Ich kann auch noch mal drüber wischen hier. Und hier, da wir sehen schon den Unterschied, wenn ich hier drüber gehe oder hier. Also das oder hier. Hier haben wir noch schöne Perlenbildung und die rollen dann ab. Hier bleiben sie drauf liegen soweit. Also das war schon mal das nächste Mittel, das wohl das Wachs ablöst. Wir gehen jetzt auf der linken Seite, da weil das Fuso ist ja noch drauf. Da habe ich noch ein Mittel, das möchte ich noch mal ausprobieren. So, ich habe jetzt die Fläche getrocknet. Und das nächste Mittel, was wir testen, ist reine Zitronensäure. Also habe ich mir jetzt mal überlegt, Zitrone. Probieren wir doch mal aus, ob die Zitronensäure das schafft.
zum Kalkentfernen, wird zur Kalkentfernung benutzt, diversen Elektrogeräte, Küchengeräte, ja, Kaffeemaschine, Wasserkocher, alles da, wo sich Kalk absetzt, da kann man dann das Kalk entfernen. Das gebe ich jetzt hier auf dem Mikrofasertuch und reibe das jetzt mal genauso wieder ein. Ich mache mal so. Wir sehen schon, also so wie das hier abperlt. Noch ist die Zitronensäure machtlos gegen das Fuso. Also die Idee hat schon mal nicht geklappt. Aber dafür machen wir die Tests. Ne? Das muss ja nicht klappen. Das kann ja auch mal gegenteilig ausgehen. Ne? Dafür machen wir die Tests. Das soll ja nicht hundertprozentig perfekt werden. Ne? So, das war's dann schon mal hier. Habe ich jetzt eingerieben. Ja, ist noch feucht. Feuchter Dunst noch drauf. Wir können jetzt nochmal abspülen. Dann sehen wir mal, ob da schon mal was geschehen ist. Nein, wir sehen schon. Also die Idee mit der Zitronensäure, ja, ist nach hinten losgegangen. Ja gut, wie gesagt, es soll ja nicht immer alles klappen. Und hier nochmal der Etikettenentferner. So, das war genug Wasser, denke ich mal. Und ja, ihr könnt es euch nochmal angucken. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich sage jetzt mal so, also ich glaube, das hat jetzt gereicht, das Fuso runterzubekommen mit verschiedenen Mitteln. Ich denke mal, das wird so erstmal kein Test mehr geben in der Richtung, sondern ich werde mich jetzt auf andere Tests konzentrieren. Ja, ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen hoch. Ja, und wenn ihr meint, ich habe zu wenig gegeben, gebt ihr mir einen Daumen runter. Okay? Oder ich darf euch als Abonnenten begrüßen. Und ja, wir schauen mal. Bis zum nächsten Mal. PP Autopflege. Dankeschön.